sei in das Integral von 1 bis e von ln von x hoch n dx, wo n eine ganze positive Zahl verschieden von 0 darstellt. Erstens berechne i0. Zweitens berechne i1. Drittens zeige, ohne den Wert von in explizit zu berechnen, dass in gleich ist zu b minus n mal in minus 1, wo b eine reelle Zahl bezeichnet, die es zu bestimmen gilt. Viertens drücke jn, das heißt das Integral von 0 bis 1 von u hoch n mal e hoch u du, als Funktion von in aus. Im Punkt 1 sollen wir i0 berechnen. i0, das ist das Integral, das man erhält, indem man in diesem Integral n durch 0 ersetzt. So haben wir hier ln von x hoch 0, das heißt 1. Wir sollen also dieses Integral berechnen. Eine Stammfunktion von 1 dx, das ist x. Also rechnen wir die Variation von x zwischen 1 und e. Wir rechnen also e minus 1. i0 ist gleich zu e minus 1. Wir halten diese erste Endantwort fest. In 2 sollen wir i1 berechnen. i1, das ist das Integral, das man erhält, wenn man in diesem Integral n durch 1 ersetzt. Wir sollen also das Integral von 1 bis e von ln von x dx berechnen. Berechnen wir zuerst eine Stammfunktion von ln von x dx. Dazu schreiben wir dieses ln von x in die Form 1 mal ln von x und diese 1 schreiben wir als x'. So haben wir an dieser Stammfunktion nichts geändert, erkennen aber hier, dass wir partial vorgehen können. Das bedeutet, wir schreiben das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne Prim und ziehen davon ab, die Stammfunktion vom Produkt dieser beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft, jetzt steht das Prim bei ln von x. Die Ableitung von ln von x, das ist 1 auf x, und so bleibt hier noch die Stammfunktion von 1 dx zu berechnen. Und das ist x. Eine Stammfunktion von ln von x dx ist also x mal ln von x minus x. Als Integral lassen wir also diese Stammfunktion variieren von 1 bis e. Wir erhalten so e mal ln von e minus e minus 1 mal ln von 1 minus 1, also so. Ln von e, das ist 1, e mal 1 macht e, e minus e macht 0. Ln von 1, das ist 0, also erhalten wir hier minus 0 minus 1, somit ergibt i1 0 minus minus 1, also ist i1 gleich 1. Diese Endantwort auf Punkt 2 halten wir hier fest. Im Punkt 3 sollen wir diese Formel beweisen und den Wert von dieser Zahl b bestimmen. Da n eine natürliche Zahl ist verschieden von 0, können wir hier per vollständiger Induktion arbeiten. Schauen wir, wenn n gleich 1 ist. Diese Formel stimmt. Wenn n gleich 1 ist, dann und genau dann, wenn i1 gleich b minus i0 ist, dann und genau dann, wenn b gleich i0 plus i1 ist. Wir dürfen i0 durch e minus 1 ersetzen und i1 durch 1 ersetzen und somit erhalten wir für b den Wert e. Diese erste Endantwort auf Frage 3
halten wir hier fest, die Zahl b, das ist die Euler-Zahl e. Nehmen wir jetzt an, die Formel sei richtig für n gleich k, das ist also unsere Induktionshypothese. Und wir werden anhand dieser Hypothese beweisen, dass die Formel ebenfalls richtig sein muss für die darauf folgende Zahl k plus 1. Hier ist also unsere Induktionsthese. Ik plus 1, das ist das Integral, das wir erhalten, indem wir hier n durch k plus 1 ersetzen. Das ln von x hoch k plus 1 können wir in diese Form schreiben, ln von x hoch 1 mal ln von x hoch k. Wir sollen also beweisen, dass dieses Integral gleich ist zu dieser Differenz. Dazu bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion von ln von x mal ln von x hoch k dx. Um diese Stammfunktion zu berechnen, schreiben wir zuerst das ln von x in die Form x mal ln von x minus x prim, also so. Im Punkt 2 haben wir bewiesen, dass die Stammfunktion von ln von x dx x ln x minus x ist. Also sollen wir hier die Stammfunktion vom Produkt von zwei Funktionen berechnen, von denen eine als Ableitung dasteht. Die Partialmethode besagt, man schreibe das Produkt dieser beiden Funktionen, aber ohne Prim, also so, und ziehe von diesem Produkt die Stammfunktion ab vom Produkt der beiden selben Funktionen, wo aber dieses Mal das Prim auf die andere hüpft. Jetzt bleibt also ln von x hoch k abzuleiten. Ln von x hoch k prim, das ist k mal ln von x hoch k minus 1 mal die Ableitung von ln von x, also mal 1 auf x. Diesen Bruch 1 auf x verteilen wir auf diese Klammer, somit wird diese Differenz zu ln von x minus 1. Und diese Stammfunktion können wir noch etwas anders schreiben. Wir schreiben minus Stammfunktion von ln von x mal k mal ln von x hoch k minus 1 dx, also so, und dann noch minus minus 1, das heißt plus Stammfunktion von k mal ln von x hoch k minus 1 dx, so. Hier können wir noch das k vor die Stammfunktion setzen und hier ebenfalls. Und somit erhalten wir als Stammfunktion von ln von x mal ln von x hoch k dx diese Funktion. Um dieses Integral zu bestimmen, brauchen wir also nur die gerade gefundene Stammfunktion von 1 bis e variieren zu lassen, also so. Hier haben wir e ln von e minus e mal ln von e hoch k minus 1 ln von 1 minus 1 mal ln von 1 hoch k, also so. Ln von e, das ist 1, e mal 1 macht e, e minus e macht 0, also erhalten wir hier die 0. Und da steht ln von 1, das ist 0, 0 hoch k bleibt 0, somit erhalten wir auch hier 0. Hier steht das Integral von 1 bis e von ln von x hoch k dx, das ist genau ik. Und hier steht das Integral von 1 bis e von ln von x hoch k minus 1 dx, das ist genau ik minus 1. Also erhalten wir für ik plus 1 diese Summe. In unserer Induktionsthese steht aber kein ik minus 1. Da steht ik plus 1 und hier steht ik. Wir müssten also dieses ik minus 1 verschwinden lassen und genau das
können wir mit der Induktionshypothese machen. Hier steht nämlich k mal ik minus 1 ist gleich zu e minus ik. Also können wir sofort dieses Produkt ersetzen durch e minus ik. Und somit erhalten wir für ik plus 1 e minus k plus 1 mal ik. Und genau das ist unsere Induktionsthese. Also halten wir diese Formel als Endantwort fest. Die Formel stimmt, wohlwissend, dass die Zahl b gleich e ist. Im Punkt 4 sollen wir dieses Integral mit in ausdrücken. Beim Vergleich dieser beiden Integrale denkt man sehr schnell am Variablenwechsel u gleich ln von x oder auch e hoch u gleich x. U ist gleich 0, dann und genau dann, wenn x gleich e hoch 0 ist, das heißt 1. U gleich 1, dann und genau dann, wenn x gleich ist zu e hoch 1, das heißt e. Die Ableitung von u gegenüber der Variablen x, das ist ln von x prim, also 1 auf x. Und daraus schließen wir, dass du gleich ist zu 1 auf x dx. Durch diesen Variablenwechsel wird das Integral jn also zu diesem Integral. Wir integrieren von 1 bis e, von 1 bis e. Wir ersetzen u durch ln von x, so erhalten wir hier ln von x hoch n. Wir ersetzen e hoch u durch x, da steht das x, und wir ersetzen du durch 1 auf x dx, also so. Jetzt können wir hier durch x kürzen und finden für jn das Integral von 1 bis e von ln von x hoch n dx. Aber dieses Integral, das ist ganz genau in. Also ist jn gleich in. Der Auftrag ist erledigt. Wir halten diese Endantwort hier fest.